Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deus Ex Human Revolution. Wir haben es bis ganz nach oben geschafft. Ich bin mir aber nicht so sicher. Hier gibt es keine Wachen. Was ist eine kranke Kunde? Das sieht voll scheiße aus, ey. Also, so, und sowas kostet ja teilweise scheiße viel Geld, obwohl es irgendwie komisch aussieht. Naja, egal. Wir können hier einfach so rumspazieren. Sehr interessant. Hier liegt was. Hier lag was. Da ist eine Waffe. Ein Revolver. Nachdem Gerüchte aufgetaucht waren, Präsident Orly McTavish hätte Gelder unterschlagen. McTavish wies die Vorwürfe zurück, wollen wir mal hacken. Konnte aber nicht erklären, wie die Erträge in Millionenhöhe auf sein Privatkonto. Das ist aber nicht so sicher, die. Ja? Vermutlich nur ein Schreibfehler. Witzelte Zhao Yunru, Präsidentin von Taiyong Medical, bei der offiziellen Bekanntgabe der Übernahme. Durch den Kauf steigt der manchmal bin ich echt blöd, ey. Jetzt bringt mir das. Ich bin doch eh schon entdeckt worden. Ich bin Eliza Kassan. Los! Live-Bericht für Pike. Zugriff gewährt. Das ist echt. Kein Betreff. Diese Nachricht wurde noch nicht gesehen, gesendet. Aha. Sie haben mir einen Auftrag erteilt, einen extrem schwierigen Auftrag, aber ich habe die Erwartungen übertroffen. Vor zwei Jahren, Laredo Manufacturing, Enprotech und Shalom Prosthetics, allesamt erfolgreiche Unternehmen, die wichtige Teile des globalen Markts beherrscht haben. Heute gehören sie alle mir. Sie gehören Taiyong Medical. Ich weiß offensichtlich, was ich tue. Sie müssen mir vertrauen. Sie müssen den Rat einberufen. Ich habe Ihnen Befehl. Okay, die Sache ist erledigt. Aber diese Söldner, die machen mir richtig Angst. Ob es eine dumme Entscheidung war oder nicht, ist nicht Ihre Sache. Schicken Sie alles, was Sie zu Cyber-Sicherheitssystemen haben, an die folgende Adresse und helfen Sie ihnen, wenn ich es Ihnen sage. Okay. Das ist ein bisschen verwirrend gerade. Naja, egal. Wir werden das schon irgendwie auseinanderklamüsern. Weitere Einzelheiten über ein gewagtes Manöver des Biotech. Hübsche Wohnung haben Sie. Bitte! Ich wollte nicht! Wo ist Megan Reed? Reed? Ich weiß nicht. Hören Sie auf zu lügen, Sao. Sie haben Megan und ihr Team entführt. Ich weiß, dass Sie Seraph Industries zerstören wollen. Seraph? Und ich weiß, dass Sie mit diesem Schwein zusammenarbeiten, das mich sterben ließ. Also, wo ist Megan? Nein, nein, Sie irren sich. Sie denken, ich stecke hinter all dem, aber das stimmt nicht. Ich bin wie Sie, eine Spielfigur. Sie sind die Chefin eines Milliardenunternehmens. Und man möchte meinen, das schützt mich. Tut es aber nicht. Diese Männer, sie sind mächtiger als Seraph, mächtiger als Taiyong. Gegen die bin ich ein kleines Licht. Was faseln Sie da? Seraph weiß es. Fragen Sie ihn. Er dachte, er kann seine Leute mit subdermalen GPL-Implantaten schützen. Aber diese Männer... Sie kontrollieren globale Interessen. Ein Anruf bei Pikes und die Implantate waren stumm. Ich dachte mir, dass die sie schicken, um mich zu töten. Sie müssen mir helfen. Bitte. Sie sind so weit gekommen, sie können mich doch sicher beschützen. Bestimmt. Sie können mich doch sicher beschützen. Männer uns Frauen aber auch immer unterschätzen. Das war so klar. Was zum Teufel haben Sie getan? Im gesamten Gebäude wurde Alarm ausgelöst. Ein Panikraum. Sie hat einen beschissenen Panikraum. Naja gut, ich auch. Vergessen Sie es für den Moment. Zum Hangar, schnell. Zum Hangar. Natürlich doch, Boss. Kein Problem. Aber nicht erklären, wie Erträge in Millionenhöhe auf sein Privatkonto gelangt waren. Was ist das denn? Ist das so ein kompletter... Schreibfehler, witzelte Zhao Yunru, Präsidentin von Taiyong Medical. Hä, wie sind die alarmiert? Boah, wie soll ich denn hier vorbeikommen? Junge! Scheiße, die kommen... Eliza Kassan mit einem Live-Bericht. Hilfe! Seht ihr was?
Nein! Nein, 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 hier läuft niemand. Scheiß, die Wand an. Innerhalb des multinationalen Giganten, Moment. Seinen schottischen Konkurrenten N-Protect aufgekauft hat. Nein, nein, hier geht gar nichts so. Alles ist gut. Gerüchte aufgetaucht waren, Präsident Orly McTavish hätte Geld unterschlagen. McTavish ließ die Vorwürfe. Okay, er steht schon mal da, also ich gehe mal lieber wieder von der anderen Seite. Ich hoffe, der bleibt jetzt erstmal kurz so stehen. Nur ein Schreibfehler, witzelte Zhao Yunru, Präsidentin von Taiyuan. Dann haue ich ihn nämlich K.O., den Burschen. Durch den Kauf steigt der globale Marktanteil von Taiyuan. Oh, oh. Das ist die Stelle. Live-Bericht. Oh. Aus China erreichen uns weitere Einzelheiten. Scheiße. Das Biotech-Unternehmens Taiyuan Medical. Auf, des multinationalen Giganten melden, dass er erfolgreich seinen schottischen Konkurrenten. Kann man das eigentlich schaffen, hier ohne gesehen zu werden? Ich glaube mal fast nicht. Müssen wir hier lang? Nachdem Gerüchte aufgetaucht waren, Präsident Orly. Alter, wollt ihr mich verarschen? Jetzt kommt der Pisser hier hoch. Das gibt's doch nicht. Also ich komme noch nicht mal weg. Wie soll ich denn dann hier zum Flugdeck kommen? Vermutlich nur ein Schreibfehler, witzelte Zhao Yunru, Präsidentin von Taiyuan. Scheiße. Ach, fuck you, ey. Wie soll ich denn hier wegkommen, wenn hier die ganze Zeit rumlaufen? Das ist mal ohne Witz. So eine Scheiße mit der Scheiße. Ah, Mann, ey. Aus China erreichen uns weitere Einzelheiten über ein gewagtes Manöver des Biotech-Unternehmens. So, jetzt sprechen die sich da erstmal ab. Quellen innerhalb des multinationalen Giganten melden, dass er erfolgreich seinen schottischen Konkurrenten. Habe ich das nicht gesehen? Das ist ein Luftschacht? Ja. So. Mal gucken, wo ich hier hinkomme, ob mir das überhaupt was bringt. Das wäre echt extrem cool. Ich bin auf jeden Fall schon mal unten. Das ist doch schon mal nice. Das ist doch schon mal etwas. Wer ist da? Oh oh. Mal nach, wer da ist. Fuck. Fuck, 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 fuck. Alarmiert sind die ja eh, von daher. Interessant wäre, ob es auf der anderen Seite auch so ein Teil gibt. Wahrscheinlich nichts, aber mir gefällt die Sache nicht. Sucht weiter. Okay. Los, Fahrstuhl, komm! Ha, geschafft. Okay, ich wurde zwar entdeckt und die haben auf mich geschossen, aber fuck you, bitches. Jensen, ich komme und hol Sie ab. Sind Sie in der Nähe des Hangars? Ich bin auf dem Weg dahin. Okay, dann machen Sie diese Türen auf. Sonst gibt's nämlich keinen Rettungsversuch. Alright. Alter Schwede, ohne Spaß, Junge. Aber ich hab's geschafft. Das ist die Hauptsache. Also, ist meine Hauptsache, ganz ehrlich. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsbots. Okay. Hangartüren verriegelt. Sicherheitssequenz falsch. Bitte ich muss da hinten hin. Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsbots. Kein Problem. Erstmal hier hingehen, hier bringt mir das natürlich erstmal nichts. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsbots. Wo komme ich denn da oben? Okay, ach so, aha, von hier komme ich gar nicht hoch. Ich muss über die andere Seite gehen. Hangartüren verriegelt. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsbots. Aber dann kann ich eigentlich einmal außen rum gehen. Das müsste eigentlich passen. Bitte attackieren. Hangartüren verriegelt.
Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsbox. Ja, ich bin ja dabei. Mach ja schon. Ich hoffe, von hier kann ich die auch wirklich deaktivieren und ich kann das überhaupt machen, weil sonst scheiße. Ja? Kali ist meine. Auch hat mir für den Rest der Woche, bla. Interessiert kein Schwanz. Wir machen das mal so, in der Hoffnung, dass sie mich nicht sehen. Die sehen mich, glaube ich, sowieso hier oben nicht, oder? Weil wie soll ich denn die sonst deaktivieren, wenn nicht über ein Computerterminal? So. Komm jetzt aber von hier, oder? Von irgendwo muss ich ja deaktivieren. Oh, hier haben wir aber was zum Lesen. Wir lesen erstmal. Hirnimplantate. Kommentare Hugh Darrows bei einer Podiumsdiskussion der Internationalen Neurowissenschaftlerkonferenz 2009. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Neurostimulationstechnologie uns eines Tages nicht nur in die Lage versetzen wird, Patienten mit neuronalen Funktionsstörungen zu helfen, sondern auch die Wahrnehmung gesunder Individuen zu optimieren. Dieser Mechanismus, ein an einen subkutan implantierten Plusgenerator in einem Titan- oder G-Schleifen ummantelten Gehäuse angeschlossenes Netzwerk aus Platin-Iridium-Elektroden wurde bisher zur Unterdrückung der Symptome der Parkinson-Krankheit bei Dystonie sowie anderen neurologischen Erkrankungen eingesetzt. Dabei werden im Falle eines essentiell nicht ursächlich durch Parkinson bedingten Tremors die Elektroden in den Thalamus ventralis bzw. des Thalamus implantiert, während sie zur Behandlung von Dystonie und Parkinson bedingten Symptomen wie Muskelstarre, Hypokinese oder Akinese, Tremor und ähnlichem üblicherweise abhängig vom Zustand des Patienten in den Globus pallidus oder den Nucleus subthalamicus eingesetzt werden. Wir arbeiten bereits an der Entwicklung der nächsten Generation dieser Apparate, die zu drahtlosen Dosierungsprotokollen in der Lage sind und ferngesteuert eingesetzt werden können. Der nächste Schritt, die Implantierung in ein gesundes Individuum und damit das Überschreiten der Grenze von der rein therapeutischen Anwendung zum modifizierenden Einsatz, ist dabei einzig und allein eine Frage des Willens. So. Jetzt gehen wir mal hier hin und ich hoffe, hiermit kann ich die, mal schauen. Okay, zack, hier bleibe ich mir sowieso unentdeckt. Subi. Hangartüren verriegelt. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsbox. Ah, jetzt muss ich hier oben hin. Warum muss ich hier oben hin? Hangartüren verriegelt. Naja, gehen wir hier oben, kein Problem. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen. Achso, weil ich das noch übernehmen muss dann. Na, sicher doch. Und zack. Ey, ich muss jetzt hier so viel hacken jetzt. Also bitte. Ich hoffe, hier kann ich die ausschalten. So. Deaktiviert. Und. Beide deaktiviert, wunderbar. Sicherheitssysteme deaktiviert. Hangartüren entriegelt. So. So. Ja, das werde ich ja wohl überleben. So. Oh nein, jetzt muss ich. Ach, leck mich am Arsch, jetzt muss ich auch noch dahin. Oh. Ja, aber. Du bist aber ein feiner Roboter. Fein. So. Dann hätte ich ja gleich da oben bleiben können, hätte ich das gewusst. Ich dachte, jetzt muss ich einfach runter, zack, und sie hört mich ab, aber nö. So. Spinn ein Schlitzohr. Alter! Mich ja fast getötet. So. Oh, endlich wieder relativ in Sicherheit. Jensen, wir müssen schleunigst zurück nach Detroit. Steigen Sie ein. Ja, dann lass mich doch rein hier. Meine Fresse. Wir fliegen nicht nach Detroit. Was? Es geht nach Montreal. Ich erkläre es Ihnen unterwegs. Das will ich auch hoffen. Oh, Kanada. Na dann. Fliegen wir nach Kanada. Fliegen wir nach Montreal. Schöner Himmel. Kann man durchaus sehen, aber den muss man jetzt nicht so lange zeigen.
Boah, das war ja mal ein Abenteuer, sag ich euch. Hat einige Fails gegeben, aber eigentlich gut gelöst. Relativ gut, sage ich mal. Ich bin durchgekommen. Ich hab's geschafft. Hey. Sind Sie sicher? Immerhin infiltrieren Sie keinen mickrigen Kabelsender. Sao hat eine Eliza erwähnt und einen Telefonanruf bei Pikes. Eliza Kassan muss in diese Sache verwickelt sein. Ich weiß nicht. Die berühmteste Nachrichtenmoderatorin der Welt arbeitet mit einem mordenden Söldnerkommando zusammen? Über die Details reden wir später. Setzen Sie mich auf dem Turm ab. Ich steige über das Dach ein. Natürlich tun wir das. Na dann. Merk auch keiner. Malik sagt, Sie wollen die Position von Eliza Kassan. Wenn es nicht zu viel Mühe macht. Macht es nicht. Ich konnte die Firewall problemlos umgehen und habe jetzt ein 3D-Modell vom Grundriss. Ihr Büro ist im Turm, Zimmer 404. Bin unterwegs. Okay. 404, was für ein schöner... Soll das ein Easter Egg sein? Weiß ich nicht. Bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ist es nicht der Fehler für Code für Not Responding oder nicht mehr vorhanden? Irgendwie so. Irgendwie so in dem Dreh irgendetwas. Zugriff gewährt. So, mal auf die Tür, weil hier zum einen ist hier eine Zeitung. What? Ich kann das nicht mehr mitnehmen. Okay, dann muss ich irgendwas rausschmeißen. Also ganz ehrlich, ich schmeiß jetzt das hier weg. Und das eine behalte ich. Zur Sicherheit kann man ja durchaus mal machen. Ich will die Waffen nicht wegschmeißen. Ich will die ja eigentlich verkaufen. Aber wir lesen erstmal Zeitung. Terror weltweit auf dem Vormarsch. Die Zahl ernster internationaler Vorfälle mit terroristischem Hintergrund hat sich laut des UN-Sonderkomitees zur Bekämpfung des Terrorismus innerhalb des letzten Jahres mehr als verdoppelt. Die Statistik verzeichnet einen Anstieg der schweren Anschläge von 582 im Jahr 2026 auf insgesamt 1285 in diesem Jahr. Vertreter privater Militärunternehmen wie Bell Tower, Associates, Interguarda PLC und Sharp Edge Inc., die ihre globale Militärpräsenz in beträchtlichem Umfang ausgebaut haben, sehen diese Zahlen als Bestätigung der Notwendigkeit, im Kampf gegen internationalen Terrorismus verstärkt auf ihre Hilfe zurückgreifen. Kritiker der wachsenden Bedeutung dieser Privatarmeen weisen hingegen auf die kostenintensiven Probleme bei der Vernetzung privater und öffentlicher Sicherheitskräfte sowie die Gefahr einer Untergrabung der demokratischen Gewaltenteilung hin. Als Antwort auf diese Bedenken schlägt der UN-Reporter die Gründung einer internationalen Antiterroreinheit vor. Riesiges Waffenlager ausgehoben. In einem Wohnhaus in Brisbane hat die Polizei nach zweitägigen Gefechten ein riesiges Lager Handfeuerwaffen und Sturmgewehren ausgehoben. Den Behörden zufolge wurden dabei 8 pro-chinesische Rebellen in Gewahrsam genommen. Dabei war die Südaustralische Föderation erneut auf die Hilfe privater Sicherheitsfirmen angewiesen. Tja, ist ja die Frage, ob das auch in unserer Zeit oder ob das jetzt in der Realität irgendwann so kommen wird mit den privaten Sicherheitsarmeen. Wir müssen runter. Okay. Hallo, ich bin Personal. Warum kann ich hier rein, wenn hier nichts drin ist? Oder ist hier doch was drin und ich sehe es nur nicht? Das wäre wahrscheinlich möglich, aber irgendwie ist hier nichts drin. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Ach, hier ist ja noch nichts. Hier kann mich noch keiner sehen. Hier passiert mir noch nichts. Dann gehen wir mal durch die Tür. Ich weiß ja nicht, darf ich mich hier überhaupt aufhalten oder werde ich dann gleich gebastelt, wenn... Oh, was ist denn hier passiert? Kaffee verschüttet, da muss ich erstmal Geld mitnehmen. Oh, da lag noch was. Code Blue. Wir haben neue Befehle. Code Blue, die Lage ist kritisch und wir werden alle evakuiert. Mehr weiß ich auch nicht. Das Gebäude wird in Kürze abgeriegelt. Machen Sie sich bereit. Okay, ich darf hier wahrscheinlich nicht sein. Wir haben nicht viel Zeit, nichts wie raus hier. Ich weiß nicht, was los ist, aber Sie evakuieren das Gebäude. Hallo Leute, muss ich wirklich darauf aufmerksam machen, dass viele Leute arbeiten und wir alle Parkplätze... Ja, Parkplätze, wen interessieren jetzt Parkplätze, Junge? Hier ist auf jeden Fall noch ein E-Book. Synthetisches Denken, die menschliche KI. Kann eine Maschine lügen? Die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenzen wirft ethische und moralische Fragen auf, die in der Technologiegeschichte bisher einzigartig sind. Wenn die Sache nach KI dem Bau eines Mechanismus dient,
der ähnlich denkt und handelt wie der menschliche Organismus, welche moralischen Werte setzen wir dann für diesen Mechanismus an? Bereits im Jahr 2009 führten Schweizer Wissenschaftler im Labor für intelligente Systeme an der École Polytechnique Fédérale von Lausanne ein Iterationsexperiment mit Robotern durch, deren Binärcodes Genom ihre Reaktion auf unterschiedliche Reize bestimmte. Nach 500 Wiederholungen hatten die LIS-Roboter gelernt, vorgegebene Aufgaben wie das Sammeln von Ressourcen selbstständig zu erledigen und waren in der Lage, andere Roboter zu diesem Zweck zu belügen. Es liegt, natürlich können die lügen, wenn man es dem programmiert, aber das ist ja im Grunde kein echtes Lügen. Man speist denen das ja sozusagen ein. Was ist hier los? Warum hier überall? Da mussten die alle wahrscheinlich weg. Oh, hier ist noch Zeitung. Haben wir schon gelesen. Voll uninteressant, ja. Mussten alle anscheinend ruckartig weg. Also da stand ja auch, die müssen evakuiert werden. Jensen, da stimmt was nicht. Pikes ist ein globales Nachrichtennetzwerk, das rund um die Uhr sendet. Warum geht bei denen niemand ans Telefon? Tja. Ich melde mich wieder. Das ist die Frage, der wir in der nächsten Folge etwas mehr auf den Grund gehen wollen. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann. Haut rein.